Hallo, hier ist euer Pathogen. Heute mit einem etwas anderen Video. Und zwar mache ich ein Unboxing der Battlefield 1 Collector's Edition in der DICE Edition, die eigentlich nur Entwicklern vorbehalten ist. Aber für meine Arbeit als Gamechanger für Battlefield 1 habe ich eben auch eine DICE Edition bekommen von Electronic Arts. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, und deswegen mache ich jetzt mal ein kleines Unboxing, um euch zu zeigen, was sich in diesem Karton eigentlich befindet. Der Karton an sich ist sehr ansprechend, hat eine gute Qualität, also auch die Verpackung ist sehr schön. Das Battlefield 1 ist schön eingelassen. Mal gucken, ob ich mir das ausschneide und irgendwie an die Wand hänge. Aber natürlich geht es normalerweise nur ums Eingemachte. Hier in dem Styropor befindet sich dann die Figur und viele andere Dinge, unter anderem auch das Steelbook. Hier ist der ganze Inhalt dargelegt, was so alles drin ist, und das gehe ich jetzt mal Stück für Stück durch. Hier nochmal mit dem Steelbook angefangen und ein Kartendeck, wo die auch Charaktere aus dem Singleplayer auf den Karten abgebildet sind. Dann hier ein Aufnäher, leider kein Klett auf der anderen Seite, also man muss es sich wirklich aufnähen, dieses Insignia. Und ein Behälter, den man damals verwendet hat für die Brieftauben, um Nachrichten zu verschicken, mit einem Code innen drin, um einen exklusiven Waffenskin sich freizuschalten. Dann hier andere Arme und mit anderen Waffen dran, die kann man dann der Figur abnehmen und die durch dann so gestalten, wie man sie haben will. Diese 1911, das ist der, auch der Skin, der in dem Code mit enthalten ist. Dann hier ein Propagandaplakat. Das ist ganz nett. Das hänge ich mir wahrscheinlich im Zimmer auf. Und natürlich das Herzstück an sich, die Figur, macht einen sehr soliden Eindruck, was die Qualität angeht. Also die Details sind recht groß, bis auf ein Gesicht. Da hätte man vielleicht noch mehr machen können, würde ich sagen. Aber ansonsten ist die Figur sehr schön und ansprechend. Also ein schönes Schmuckstück fürs Zimmer. Sie kann auch leuchten im Battlefield-Stil, im klassischen, mit der einen Hälfte als orange ausgeleuchtet. Und ja, ist ein echter Hingucker. Dann hier nochmal in der anderen Konfiguration mit der 1911 und der Schrotflinte an die Rückseite. Und hier auf dem Stein sieht man ganz schwach DICE Edition graviert. Das ist so, ich glaube, der einzige Unterschied, und die Verpackung, die sieht ein bisschen anders aus, was die DICE Edition von der anderen hervorhebt. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, dann bestimmt auch wieder mit etwas Gameplay. Ciao.